Willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Berserker-Part. Uiuiui. Wir sind hier in Lunden auf dem Aussichtspunkt. Ich habe mir überlegt, wir sammeln erst einmal den ganzen Kram, der hier noch verstreut ist. Und dann begeben wir uns wieder nach Hause, sprechen mit Ranfi und ja, suchen unsere nächsten Verbündeten. Ich habe mich gerade gefragt, warum da so viele Vögel da so im Kreis fliegen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal vorbei und finden es raus. So, erstmal hier runter. Und dann schauen wir mal, ob wir... Oh, das war ganz schön knapp. Uiuiui. Ich brauche auf jeden Fall jetzt Mahlzeiten. Wir schauen mal, ob wir die Ausrüstung hier bekommen. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Ja, das habe ich mir gerade auch überlegt. Ich bräuchte vorher eigentlich noch ein bisschen was zu... ja, was zu mampfen. Sonst sterben wir gleich. Na gut. Versuchen wir es trotzdem mal. Oh, Moment, Moment. Ja, das können wir doch schaffen. Den machen wir mit einem Attentat und dann den anderen mit einem anderen Nachfolgeattentat. Das ist eine gute Idee. Yes! Perfekt! Wow. Gut. So, da komme ich jetzt nicht rein. Von der Seite auch nicht. Du da, auf ein Wort. Ha, geschafft. Oh oh. Ach, so wie tot. Renn so schnell du kannst, Hase. Puh. Ich muss auf die andere Seite. Na toll.
Da hat man den Schlüssel jetzt und man kommt trotzdem nicht rein. Ist doch blöd. Vielleicht gibt es ja einen Weg von oben. Vielleicht auch nicht. Toll. Nicht reinkommen können. Noch, wie wir da reinkommen. Oh, die ist nicht verschlossen. Nicht verkeilt. Gut. Frage beantwortet. Dein Ernst? Das erklärt, wofür der zweite Schlüssel ist. Perfekt. Eisenwolke. Oh. Hört sich interessant an. So, nehmen wir jetzt den Schatz oder generell die Reichtümer mal vor uns. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, das ist mir... Scheint es so, dass hier auch ein Durchgang ist und da werden wir mal durchmarschieren. Oder durchschwimmen, eher gesagt. Haha. Och, ernsthaft. Jetzt dürfen wir noch extra diesen Schlüssel dafür suchen. Na, der scheint mir ja ganz woanders zu sein. Oh, Bruderschaftshaus, Londinium. Aha. Okay. Hier muss es auf jeden Fall einen Durchgang geben. Hilf mir. Sei meine Augen. Ja. Gute Frage.
Ja. Könnte gut möglich sein, dass das hier irgendwo weitergeht. Ah. Gut. Scheinbar haben wir den Ausgang gefunden, wo wir rauskommen, sobald wir da durch sind. Das heißt, wir müssen woanders durch. Oder, Moment. Ich bin mir nicht sicher. Nee. Können wir die irgendwie... Nee. Okay. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Wo auch immer der sein mag. Womöglich schaffen wir dann doch nicht... Oh, ein Fragezeichen. Womöglich schaffen wir doch nicht ganz so viel, wie ich angesagt habe. Dann machen wir einfach aus diesem Part, wieder so ein Rätsel-Sammelteil in London. Ah. Fragezeichen... Achso, nee. Informationen einfach nur. Hallo du, suchst du etwas? Vielleicht kann ich helfen. Meine Preise sind sehr gerecht. Also, wenn du mir den Weg zeigen kannst, wär's sehr nett. Ja, alles klar. Oh. Ausrüstung, Bücher des Wissens, Waren, Artefakte, Rätsel. Oh, das ist eine gute Frage. Na, Ausrüstung mache ich mal. Genau. Ich zeige dir mal etwas. Auf deiner Karte. Ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt neu ist. Gut. Finden wir den Weg. Wobei, das war, glaube ich, genau das, wo wir eben nicht weiterkamen. Wobei, beim letzten Bruderschaftshaus war ein Symbol der Assassinen zu sehen. Das habe ich irgendwie noch nicht wirklich jetzt entdeckt. Ich nehme mal an, da, wo das Symbol zu dieser sehen Ort ist, wird gut bewacht. Ist dann auch dementsprechend das Symbol vielleicht. Oh, ich habe echt keine Ahnung. Das könnte schon ein bisschen... ja, schwer werden. Ich sehe gerade, wir hätten auch noch ein paar mehr Sachen machen können. Oh. Sieh mal nach, Sühnen. Ah, auf jeden Fall ist da ein Schlüssel. Vermutlich für die... Ah, da ist dann auch noch ein Schlüssel.
Vermutlich für die Truhe. Das ist doch echt bescheuert, ne? Holen wir uns erstmal eine Truhe. Moment! Ach Mann. Gebst du nicht den Kopf? Na gut. Schlägst du nicht? Wir kämpfen dreckig. Ach Mann. Wow. Los, komm mal her! Oh Mann, jetzt lass mich mal in Ruhe hier. Lass das! Mann. Hier kommt Schmerz! Wow, wow, wow. Wo ist der? Da. So. So, da finden wir auf jeden Fall schon mal die Truhe. Na? Und dann schauen wir mal, ob wir das noch irgendwie schaffen, in das Bruderhaus zu kommen. Das muss ja irgendwie klappen. Auf jeden Fall kann man jetzt ein bisschen mehr sehen. Überblicke das Land, Freundin. Wir brauchen ein Assassin. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich habe jetzt schon eine andere Möglichkeit eventuell gefunden, wie wir da reinkommen. Die Frage ist bloß, wie wir da hochkommen. Zwar kein Assassinensymbol wie beim letzten Mal, trotzdem so ein bisschen angelehnt auf die Traditionen mit dem berühmten Sprung. Das habe ich im Dunkeln jetzt nicht gesehen. Von daher ist es sehr gut, dass es jetzt Tag ist. Ja. Erstaunlich, dass da oben ein Baum wächst.
So. Nun kommen wir rein. Und da ist das Assassinen-Symbol auch wieder, wenn man das jetzt so sehen kann. Ich sehe es auf jeden Fall. Und wir springen ins Wasser. Uah. Also oberhalb sieht das schon richtig eklig aus, das Wasser. So, der Köcher ist voll. Aha. Aha. Ah, okay. Das hier ist auf jeden Fall der Durchgang nach draußen. Und die Sachen sind auf jeden Fall unten. Okay. Dann wollen wir mal schauen, wo uns das Ganze hinbringt. Aha. Das ist jetzt nicht euer verdammter Ernst. Nicht euer Ernst. Lass mich raten, der Schlüssel, der da ist, ist der Schlüssel für die Tür. Wie kommen wir denn da jetzt bitte schön ran? Ey, das ist doch echt gemein. Ist gemein. Sind das Vögel oder Fledermäuse? Das kann ich gerade gar nicht so erkennen. Mann, das ist doch bescheuert. Ich kann hier so schon ein kleines bisschen wenigstens erkennen. Mann, das ist doch blöd. Wie soll man da rankommen? Moment, Mama. Moment, Moment, Moment. Ich glaube, das war... Ich habe irgendwo, glaube ich, mal gelesen, dass das... Dass man mit einer Zweihandwaffe sowas irgendwie aufbrechen kann. Ja, ist doch blöd. Vielleicht ist in diesem Haus in Colonia der Schlüssel dafür. Colonia, wo ist denn das bitte schön schon wieder? Oh, das ist doch blöd. Ich finde das blöd.
okay. Dann holen wir uns was anderes. Ist doch bescheuert, ey. In welcher Richtung ist das Buch? Ah, okay, in der. Wir schauen mal, ob wir die... ob wir das Rätsel schaffen können. Was für ein Rätsel war das eigentlich? Ah. Oh, Moment, eine Kuh? Wir haben doch irgendwie eine Mission, dass wir eine Kuh suchen. Das schaffen wir nicht. Dafür müsste man auch erstmal wissen, wo die überhaupt zu finden sind. Holen wir uns das Buch. Ja, schöner Teil, wo wir den ganzen... Ah, das ist das Buch. Oh, toll. Ja, schöner Teil, wo wir die ganzen Sachen hier unten sammeln wollen. Oh. Wo ist der? Was siehst du da oben, Sühnen? Der war gerade hier irgendwo. Wo ist der? Oh Mann. Können wir also doch eventuell schon machen. Das Buch ist ja auch relativ schwer zu finden. Hier macht wohl eine Arbeit sehr viel Spaß. Och Mann, wo... Von wo kam das denn gerade? Okay, Mann, das ist doch bescheuert. Oh, wir finden hier echt nichts. Das ist doch bescheuert. Hier sollte ich vorsichtig sein. Oh! Oh oh. Aha, viele Wölfe sind irgendwo hier. Gut. Eieiei.
Eieiei. Ey, ey. Noch ein Schlag. Bam. Uah. Helf mir mal. Nein! Oh, Mann. Okay. Sollen davon erfahren. Nee, auf jeden Fall in diesem dieser Part, ich möchte wirklich alles hier unten sammeln. Ich habe mir jetzt gerade mal ganz kurz angeschaut, wegen dem Bruderschaftshaus, wie man da reinkommt. Ich habe das mir jetzt nicht ganz genau angeguckt. Auf jeden Fall habe ich irgendwie... Aber ich habe mitbekommen, dass da unter Wasser irgendwo ein Eingang ist. Wir werden da auf jeden Fall nochmal wieder hingehen. Wahrheit! Wahrheit und Liebe wurden von dem Gehäuten in Ketten gelegt. Hey! So, helf mir mal. Jetzt weiß ich auch wieder, warum es nicht ganz so einfach ging mit den Angriffen. Ich habe jetzt eine Zweihandwaffe. Hatte ich vergessen. Ist ganz gut. Vielleicht habe ich noch eine bessere Wache. Noch eine bessere Wache. Waffe. So. Irgendwo hier war auch der Wolf. Der. Von der anderen Seite. Das wirst du nicht. Das für eine Wolf. Wahrheit! Wahrheit und Liebe wurden von diesen Hunden in Ketten gelegt. Die Gerechtigkeit wird siegen. Alle sollen davon. Achtet auf Konter! Thank you.
kommen wir hier rein? So einfach war das. Ah, hier oben rein, ja. Unten rein. Ja. Hier kommt dein Schicksal. Da kommen wir einfach rein, aber da oben. Ach, das war die andere Seite. Ja, stimmt. Sie wurde wohl verriegelt. Was? Ich bin doch bescheuert. Hier kann man hochklettern. Ich bin doch echt blöd. Hätte ich die ganze Zeit schon finden können, hä? Was soll das denn jetzt hier? Warum klappt das nicht? Ja, ist klar. Jetzt finde ich endlich den Weg dahin und jetzt geht der Kram hier nicht. Ey, was soll das denn jetzt hier? Ey. Hallo? Das ist doch bescheuert. Ey, das finde ich gemein. Oh, das finde ich ja gemein. Hallo? Ja, toll bewegen. Geht nicht. Boah, das finde ich ja echt gemein, sowas. Ey, das finde ich gemein. Ey, wieso geht das denn? Ey, das finde ich gemein. Hallo? Das finde ich richtig fies. Oh. Mann, jetzt muss ich hier wieder ohne dieses blöde Blut weg. Ist doch echt gemein. Toll. Keine Mission, kein Buch. Wahrheit. Wahrheit und Liebe wurden von diesen Hunden in Ketten gelegt. Und was hier will das Theo-Wolf jetzt? Zeit für eine mir. Wolf. Ach, der steht dann noch. Du hast mir einen Gruß. Widersprichst du den Gründen deiner Gefangenschaft? Wenn Liebe ein Verbrechen sein soll, dann ja. Denn dies ist das einzige Vergehen von Kühnewolf, der Freudleut. Verstehe. Zu wessen Frau legtest du dich? Die des Hauptmanns der Wache und zur Wirtin Luck und Ysanes Muse.
Doch wer bin ich, Frauen meiner Gesellschaft vorzuenthalten? Hm? Ein Schuft und ein mieser Freund. Das mag sein, doch dieser Schuft wird nur die süßeste Weise für seine Freiheit spielen. Wenn du verstehst. Ich, kühne Wolf, wurde von meinen Fesseln befreit und stehe ewiglich in deiner Schuld. Toll. Dann nutze deine Freiheit. Entschuldige dich bei deinen Freunden und halte dich von Ärger fern. Okay. Puh, gut. Haben wir das Rätsel doch gelöst? Es ist echt gemein, weißt du? Das ist echt gemein. Na komm. Nee, bin ich. Okay. Ich hab eure Mission beendet. Weint doch nicht mehr so blöd. Machst du auch für einen Zufall? Ey, ist das Spiel gerade irgendwie kaputt oder was? Hallo, mal sprich doch mal mit deinen Freunden jetzt, ey. Das ist doch bescheuert. Tut mir leid, dass ich mich hier gerade aufrege, aber das ist doch... Ich habe die Mission noch jetzt scheinbar beendet. Hier, das Rätsel. Der Typ ist hier. Das muss doch eigentlich jetzt funktionieren. Ey, ihr blöden Kinder, ey. Dann klappt das mit diesem blöden Buch nicht, weil das nicht weggeschoben werden kann. Ey, es ist doch alles zum bekloppt werden. Wieso kann ich das Buch nicht holen? Nein, ja, das Buch kann ich nicht holen. Weil dieses blöde Ding, was man wegschieben muss, nicht wegschiebbar ist. Die Mission beendet sich nicht, obwohl der Typ da eigentlich steht und auf keine Ahnung was wartet. Du nervst immer ständig hier, wenn du hier rumläufst. Ich werde jetzt nochmal schnell versuchen, in dem Bruderschaftshaus das zu finden, was ich schon vor vielleicht 20 Minuten versucht habe zu finden. Das sollte eigentlich ein schönerer Part werden, ganz ehrlich. Tja. Oh, das Schicksal kann auch noch ein kleines bisschen warten. Okay, hier müssen wir hoch. Ich find's echt bescheuert. Ich find's bescheuert. Dass ich den Eingang nicht gefunden habe zu dem Buch, ist meine eigene Schuld, ne? Drauf gekommen bin, mal nach oben zu gucken, ne? Jetzt habe ich den gefunden und jetzt geht das nicht wegzuschieben. Ist doch bescheuert. Genauso wenig, dass ich auch ein bisschen selber bescheuert, ein bisschen dämlich bin, wenn ich nicht drauf komme, mal richtig in der Zelle zu gucken. Okay, Moment. So, man kann hier echt nichts sehen. Ich habe mir das Video, wie gesagt, nicht wirklich doll angeguckt. Oh, man kann
die aber auch echt rein gar nichts sehen, ne? Ah. Okay, gut. Na? Schaffst du es da hoch? Nicht. Jetzt komme ich hier nirgends so hoch, oder was? Hier funktioniert auch rein gar nichts, habe ich das Gefühl gerade. Okay, doch, gut. Ich hatte gerade schon gedacht. Na, ganz toll. Ganz toll. Keine Pfeile mehr. Nix, Mann. Das ist doch... Ich dachte wirklich, ich könnte das in einem Part durchbekommen. Den ganzen Kram hier in London zu sammeln. Hier hat eigentlich fast rein gar nichts wirklich geklappt. Ich ärgere mich über so vieles. Ich bekomme das blöde Buch nicht, weil man das nicht wegschieben kann. Dieses Rätsel, diese Quest, die Last, die schließt nicht ab, weil der Typ irgendwie keine Ahnung was für Probleme hat. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ich habe keine Pfeile mehr. Ist doch zum Kotzen. Mann. Und Pfeile kann ich auch nicht herstellen. Toll. Ich möchte Pfeile herstellen können, ihr Blöden. Ich möchte das... Toll. Köcherverbesserung. Ja, super. Ich möchte Pfeile herstellen, damit ich nicht immer in so blöden Händlerstuben reinstapfen muss. Mann. Das Spiel ist zwar schön, aber bei solchen Kleinigkeiten, da raste ich echt aus. Mann, wie kriege ich denn jetzt hier diese scheißblöde... Darf ich den ganzen Weg nochmal wieder zurück? Nochmal wieder zurücklaufen, Pfeile finden, bla bla bla, blu blu blu. Ich hasse diesen Scheiß, ey. Ist da wenigstens hinter der Wand? Zufälligerweise. Okay, gut. Das ist dann schon mal schön. Da sind Krüge. Oh Mann, ey, ich habe keine Pfeile. Ist doch bescheuert. Okay. Wir machen hier einen Cut. Hat keinen Sinn, sich noch weiter aufzuregen.
So habt ihr schon mal mitbekommen, wie es ist, wenn ich mich wirklich aufregen kann. Jedenfalls ein Teil davon. Ich werde mir wir machen hier einen Cut. Ich werde mir Pfeile besorgen. Ich werde mal schauen. Wie lange es ungefähr, also schauen kann ich es nicht, aber ich werde mal schauen, wie lange vielleicht im nächsten Teil dann Lunden noch dabei ist. Ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Part es schaffen, Ranfi endlich mal wieder anzusprechen, um dann zu den nächsten Verbündeten aufzubrechen. Es ärgert mich einfach sehr. So einfach wie es mir am Anfang erschien, so komplizierter wurde es dann irgendwie am Ende hier mit dem ganzen Part. Aber ihr habt ja selber gesehen, es ging nicht wegzuschieben. Die einzige Möglichkeit ist nochmal beim nächsten Part dann noch hinzulaufen, um es nochmal zu versuchen. Vielleicht klappt es dann. Wir werden uns auf jeden Fall genau wieder hier beim Bruderschaftshaus wiederfinden. Soweit werde ich dann schon mal wieder laufen. Damit wir dann auch dementsprechend sofort das sammeln können, was ich eigentlich jetzt schon die ganze Zeit sammeln wollte. Ich hoffe sehr, die anderen Bruderschaftshäuser werden nicht so schwer werden. Ich möchte auch gerne diese wunderschöne Ausrüstung der Verborgenen haben. Die ist nämlich sehr schön für den Weg des Raben. Und ich bin ja so ein bisschen mehr auf den Raben gekommen. Von daher, genug gesabbelt. Ich bedanke mich für jedes Like und jedes Abo, was ihr da lassen könnt. Auch nach diesem einen Part, wo man nur mich meckern gehört hat. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und dann hoffe ich sehr, dass dann der nächste Part besser klappt als der hier. Ciao.